Shalom. Wenn es kommt zur Ernährung, sind wir hier in Deutschland einer der schnellsten wachsenden Märkte der Welt. In dem letzten Jahr haben wir hier in Deutschland ausgegeben über 10 Milliarden Euro in Biomärkte. Stellen Sie sich vor, wie viel Essen, wie viel Geld, wie viel Zeit wird investiert, nur um aufzupassen, dass die Essen, die wir nehmen, tatsächlich von besonderer Qualität ist. In dem heutigen Abschnitt erzählt uns die Tora über koscheres Essen. Koschere Tiere mussten gespaltene Hufen haben und Wiederkäuer sein, Fische, Schuppen und Flossen haben. Vielleicht sagt uns die Tora, hier ist auch ein spirituelles Profil für uns gelegt. Hier ist auch ein klares Zeichen. Gespaltene Hufen zeigt auf Offenheit, auf die Bereitschaft, anderen aufzunehmen, auf die Bereitschaft, auch anderen zu akzeptieren und immer besser zu werden und nachher in Gott zu kommen. Wiederkäuer zeigt, dass wir immer überlegen, dass wir immer versuchen, besser zu verstehen, dass wir immer versuchen, nahe an Gott zu kommen. Schuppen und Flossen. Die Flossen bringen die Fische nach vorne. Ambitionen, mehr nach vorne zu kommen, mehr an Gott zu kommen. Und Schuppen schützen uns, dass unsere Ambitionen sollen geschützt sein. Die Schuppen zeigen auf die Tora und die Traditionen. So vielleicht, wenn wir einfach überlegen, dass wir im Biomarkt gehen wollen, sollten wir auch überlegen, was ist gut Bio für unsere Seele? Was bringt uns mehr Verbindung mit Gott? Was bringt uns mehr Bedeutung in unser Leben? Die Essen, die wir uns ernähren. Die Ernährung kann unseren physischen Körper stark oder schwach machen. Die koschere Ernährung kann unsere Seele auch stark oder schwach machen. Und wer kann das verstehen besser als Menschen hier in Deutschland, die Kashrut halten wollen? Shabbat Shalom.